Hallo zusammen und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute wieder, was guckte Timo in der Kalenderwoche Nummer 14? Und ja, diesmal gibt es gar nicht so viel zu babbeln, gell? Und wir fangen auch gleich an mit dem 5. April 2021. Und das war der Ostermontag und da habe ich einen Film gesehen aus dem Jahre 2013. Und zwar Lone Survivor mit Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emily Hirsch, Ben Foster und Eric Banner. Hier geht es darum, dass eine Spezialeinheit der Navy SEALs nach Afghanistan, das spielt hier 2005, fliegt und dort einen Terroristen der Al-Qaida töten möchte. Ja, es passierten ein paar, ich habe keinen Funkempfang mehr. Und es passieren so ein paar kleine Sachen. Und dann werden sie aber angegriffen und müssen versuchen, da halt rauszukommen. Ja, ist nach einer wahren Begebenheit und mir hat der richtig gut gefallen, wenn ihr auf sowas steht mit Spezialeinheiten und realen Ereignissen, dann seid ihr hier auf jeden Fall richtig. Danach habe ich geguckt, einen Film aus dem Jahre 2011 und hier vielen, vielen Dank an den Kai, dass er mir das ermöglicht hat. Und zwar hier Hellraiser Revelations habe ich endlich mal gesehen. Und was kann ich darüber sagen? Gehen wir mal das Positive erstmal an. Die Make-up-Effekte fand ich gar nicht mal so übel. Ja, die waren richtig gut. Dann hier an den Pinhead habe ich mich eigentlich dann auch gewöhnt. Und dann, wenn man von der deutschen Synchro in den O-Ton schaltet, dann hat er auch eine tiefe Stimme, die mir auch gefallen hat. Also im O-Ton gar nicht mal so schlecht. So, und dann war es das aber auch schon. Denn die Macher von dem Film haben ja das Franchise Hellraiser nicht verstanden. Ja, ich habe mich nicht so durchgequält, wie ich gedacht habe, aber werde ich mir wahrscheinlich nicht mehr anschauen. Bleibt trotzdem in der Sammlung, als zur Komplettierung der Hellraiser-Filme. Ja, dann kommen wir zum Dienstag, den 6., da habe ich nichts geguckt. Und dann kommen wir zum 7., das war der Mittwoch, da habe ich geguckt, einen Film aus dem Jahre 2016, und zwar Rogue One, A Star Wars Story. Ja, und da muss ich gar nichts drüber sagen, denn hier geht es nur darum, dass die Pläne des Todessterns gefunden werden sollen. Punkt. Mehr muss ich darüber gar nicht sagen. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, solltet ihr da auf jeden Fall mal euch den zulegen und den mal anschauen. Und auch wenn ihr mit Star Wars gar nichts am Hut habt, könnt ihr da trotzdem mal reinschauen, denn der ist wirklich gut und auch anders da, ja. So, dann kommen wir zum 8., da habe ich nichts geguckt. Dann kommen wir zum 9., und da habe ich einen Film geguckt aus dem Jahre 2008 und einen Film, den ich auch schon länger nicht mehr gesehen habe, und zwar 10.000 BC. Hier geht es darum, dass ein junges Mädchen kommt in ein Dorf und erzählt, ihr Dorf wurde geplündert und zerstört und die Leute wurden getötet und zu Sklaven gemacht von vierbeinigen Dämonen. Ja. So, ein paar Jahre später kommen diese vierbeinigen Dämonen, also bestimmt so 10, 15 Jahre später, auch in das aktuelle Dorf, wo sie lebt, und ja, plündern, töten und ja, entführen. Ja. Und darunter ist dann auch sie dabei. Aber sie hat aktuell den hier, in den sie sich verliebt hat. Und er ja, reist hinterher und tut noch mehr andere Stämme dazu überreden, mitzukommen. Und sie reisen durchs ganze Land. Und dann stellt sich heraus, ja, diese ganzen entführten Leute werden gebraucht, ja, um in Ägypten die Pyramiden zu bauen. Ja. Also sie werden dann als Sklaven gehalten. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, weiß nicht, wie lange ich den jetzt schon nicht mehr gesehen habe.
aber richtig toll. So, dann kommen wir zum 10. Das war der Samstag und da habe ich einen Film geguckt aus dem Jahre 1977 und zwar Eine neue Hoffnung. Ja, Star Wars Episode 4 muss ich auch nicht zu sagen und werde ich auch nichts dazu sagen, denn ich finde, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, ja, solltet ihr da auf jeden Fall mal reinschauen, ob ihr den mögt oder nicht, aber gesehen sollte man die Filme auf jeden Fall mal, ja. Und danach habe ich aus dem Jahr 1980 das Imperium schlägt zurückgeguckt und zwar zur Hälfte. Dann bin ich eingepennt. Ja, aber am Sonntag, den 11., habe ich den dann weitergeguckt. Und danach aus dem Jahre 1983 die Rückkehr der Jedi-Ritter. So, das war's auch schon. Mehr habe ich nicht geguckt und zu Star Wars will ich nichts sagen. Denn eigentlich dürftet ihr die Filme alle kennen, oder? Genau. Ja. Dann war es das auch schon wieder. Und ja, danke, dass ihr dabei wart. Ja, kommentiert fleißig unten. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche bei Was guckt der Timo? Tschüss, macht's gut, euer Timo.